Quand on s'en veut, ça me dit, c'est ça, ma vie. Et puis, me porter, me prendre, et c'est tant mieux. T'as donc pour moi, ma langue, ça, ma langue, pas une pire. Sosore, pays, ici, de ta langue, 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 ta Wohl ausgestattet, mit der rechten Herzenseinstellung der Bodhisattvas, auf das Erwarten aller Lebewesen gerichtet. Gehen wir jetzt zu den Worten von Karmacagni, Seite 272, der vierte Vers, zweite Hälfte. Durchschauen, was auch immer Wirksames nicht gesehen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Leersein wahrer Sinn erblickt. So, die Rede ist davon, dass im Flusse der eigenen Aufmerksamkeit wohnt, da, wo wir uns vertraut machen mit eigenem bewussten Erleben. Wenn in diesem Moment ursprüngliche Bewusstheit darauf blickt, was denn die Beschaffenheit dieses Bewusstseins sei, dann ist da nichts zu finden im Hinblick auf Gestalt. Keine Umriss, keine Silhouette, keine Form, Gestalt ist als Bewusstsein zu identifizieren. Und das Gleiche ist, da wo diese erlebende Bewusstheit auf ihre eigene Beschaffenheit zu schauen versucht, ist da keine Farbe. Nicht einmal Merkmale oder Kennzeichen lassen sich isolieren, als dass sie die tragenden Fähigkeiten der Eigenschaften des bewussten Seins wären. Solche Art, wenn da nichts Greifbares, nichts Fassbares sich bietet als Gegenstand beobachtenden Bewusstseins, dann heißt es, ist dies eben Shunyata, das Leersein. Das ist der wahre, der untrügliche, nicht in die Irre führende Sinn, die eigentliche Wirklichkeit, die hier sich zeigt. Wobei zu wissen ist, dass wenn hier von Leersein die Rede ist, Leersein nicht ein Loch voller Leere in einem Nichts, ein reines Vakuum oder so etwas meint. Leersein, Leerseiendes ist nichts anderes als ein anderer Ausdruck für Bewusstheit, erlebende Bewusstheit, die in ihrem eigenen Flusse verweilt, naturbelassene, unbeeinflusste, schiere Bewusstheit ist mit dem Ausdruck Leerseiendes belegt. Sen
Ja, weiter hören wir. In dem, dass da nichts zu sehen war, ist es, als ob da nichts zu sehen sei. Wenn bewusstes Erleben, unser eigenes bewusstes Erleben, auf sich selber, auf seine eigene Beschaffenheit blickt, dann, so haben wir gesehen, ist da nichts zu fassen, ist da nichts Greifbares, was irgendein wirksam gehalten hätte. Und die Tatsache, dass so viel auch immer wir geschaut, da nie etwas zu sehen war, drängt sich auf, als ob da nichts zu sehen sei. Ganz wie es die Worte des dritten Kamera ausdrücken, in seinem Wunsch zum Erlangen von Mahamudra, sagt er, zum Zeitpunkt, da auf eigenes Bewusstsein, wo nichts, was auch immer zu sehen ist, geschaut, erneut, wieder und wieder geschaut wurde, auf nichts Sichtbares, eigenes Bewusstsein, wieder und wieder geschaut, wird die Bedeutung davon, dass da nichts zu sehen ist, deutlich sichtbar werden. So ist es einerseits, dass wenn immer wir die Grundbeschaffenheit des bewussten Erlebens selbst zu ergründen versuchen, dass eben in diesem nichts Fassbares sich bietet. Wieder und wieder aber diesen Versuch unternommen wird, so könnten die Worte des dritten Kamera, uns dann die Bedeutung dessen, dass da nichts Fassbares ist, ganz klar und deutlich erscheinen. Und das ist mit dem Ausdruck hier belegt, in dem Zustand des Nicht-Gesehen-Habens, dass da nichts zu erblicken war, darin verweilen. Die letzte Zeile dieses Verses. Im Nicht-Erblickt-Haben darin verweilen, ist es so, als ob da nichts zu sehen sei, und das alleine wird in sich deutlich und klar. Das ist gleichbedeutend damit die eigentliche Wirklichkeit, den wahren Sinn, die Natur des eigenen Bewusstseins direkt zu erkennen. Die nächste Zeile sagt, zuweilen aber wird aus allem Schauen dies nicht deutlich, sondern neblig trüb. Gemeint ist, dass von Zeit zu Zeit, wenn wir solche Art versuchen, uns mit dem eigenen erlebenden bewussten Sein vertraut zu machen, dann ist die Tatsache, dass da nichts Fassbares, Greifbares darin ist, uns genau eben nicht deutlich und klar. Zuweilen wird trotz allem Schauen und Mühen hier nur ein Zustand von Trüben, Unklarsein sich einstellen. Was die Bedeutung trägt, dass in uns auch nach wie vor die Zweifel des Zögerns
in uns sind. Ist es so oder ist es nicht so? Mit solchen Zögern und Zweifeln verbunden spricht man von drüben unklar sein. Ja, in diesem Zustand, wo wir manchmal trotz allen Schauens auf erlebende Bewusstheit darin voller Unklarheit, benebelt, betrübt uns empfinden, dann sagt es weiter hier bei Kamatagni. Bewegung drängelt sich wie Nebelschwaden. Wir sind von Herzen angewidert. Ja, wenn so intensive Bewegung in unserem bewussten Erleben stattfindet, dass die Flut der Gedanken uns von allen Seiten bedrängt, dass nicht einmal einzelne Gedanken als solche sichtbar, deutlich, einzeln, fassbar, erkennbar, sich wenigstens als Gegenstand des Schauens und Übens anbilden, sondern es ist wie eine große Flut, wie Nebelschwaden voller Unklarheit, die von allen Seiten herbeiwabern und sich drängeln. In einem solchen Zustand, wo vor lauter Bewegung die einzelnen bewegenden Teile nicht fassbar sind, sind wir zutiefst betrübt, wie angewidert von dieser Situation und diesem Üben. Ja, diese Art des Übens, diese Übensweise oder Art, sich vertraut zu machen hier, ist, als dass man waches Interesse entwickelt daran, einzeln alles zu erblicken, worauf sich unser Herzenswunsch in diesem Moment richtet, ist, wäre es doch möglich, wenn wir jeden Gedanken im Einzelnen schön erfassen könnten. Ein Moment der Ruhe, des wie verharrenden, stillen Bewusstseins, worin dann eine Bewegung entsteht, die man schön erschauen und dann wieder vergehen lassen kann. Wieder ist Ruhe und Stille und wieder kommt ein Gedanke, so, dass man sie alle einzeln abarbeiten könnte. Das wäre schön, ein Bedürfnis, ein Interesse daran, an solcher einzeln abzuarbeiten Übung und ein Vertrauen machen, das entwickelt sich hier. Ja,
Ja, in solcher Situation befällt einen manchmal vielleicht der Zweifel, nachdenkliches Zweifeln und Denken kommt gelegentlich auf. Das sind Gedanken wie, das scheint doch alles nicht zu werden. Irgendwie muss ich hier meine Übung etwas falsch verstanden haben. Es kommen vielleicht sogar grundsätzliche Zweifel darüber auf, ob man überhaupt das Richtige tue. Und nicht nur solches Zweifeln oder Zögern. Es kommt noch mit Missempfindungen daher, dass wenn sich dieses Zweifeln und Zögern verdichtet, manchmal uns eine grundlose Angst befällt. Oder wir fühlen uns schlichtweg vollends frustriert, geradezu in einer tiefen Depression. Solcher Schwermut, Depression, Zweifeln, Zögern, Angst und Furcht. Die nächste Zeile erklärt, was es damit auf sich hat. Dies eben ist ein Erlebnis, ein heftiges oder raues Erleben, das Erlebnis des rauen oder heftigen Flohs und kein Grund für irgendetwas, daran etwas übel oder falsch gelaufen sei. Der Grund dafür, dass wir uns in diesem Moment so ja, fast wie widerlich selbst fühlen, alles ist so unklar, die Zweifel jagen uns, ist nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass in unserem Innern jene Komponenten unseres körperlich-geistigen Daseins, die als die feinen Kanäle, darin sich bewegenden Atem und die Essenz von Aufmerksamkeit genannt werden, Nadi, Prana und Bindu, dass diese in einem Ungleichgewicht sind und in einem Zustand zueinander, der als äußerst rau und heftig und unangenehm empfunden wird. Das ist einfach so eine Phase, eine Periode, die so erlebt wird und in dem man dieses raue Erleben so versteht, liegt darin als solches auch keinerlei Fehl. Da ist nichts, was da zu beseitigen wäre oder grundsätzlich falsch liefe. Das Einzige, was dann zu tun bleibt, ist dieses heftig unangenehme Erleben, so wie es daherkommt, zu akzeptieren. Es zur Kenntnis zu nehmen, schlicht in vollem Umfang und aller seiner Bedrücklichkeit zur Kenntnis zu nehmen in wacher Aufmerksamkeit. Eben das Licht der wachen Aufmerksamkeit darauf scheinen zu lassen, das ist alles, was zu tun ist und dann ist es vollkommen in Ordnung. Was ist in dieser Situation zu tun? Der Ratschlag folgt hier bei Kamachakmi. Körper und Gemüt in lockerer Haltung aufwärts in den Himmelsraum zu schauen. Dort, wo das Blau des Himmels klar und frisch da
dann mit eigenem bewussten Erleben zu vermischen ist. Die Anweisung in solchem rauen Erleben, dann, wenn solche Zögern uns befällt, die zweifelnden Gedanken einander jagen, alles sich so nicht richtig fassbar und unklar, eigentlich nichts zu üben mehr als nichts Übbares mehr zeigt, wie Nebelschwaden, die von allen Seiten auf uns drängen. In einem solchen Zustand ist der Rat, sich in der Körperhaltung zu lockern, übermäßige Anspannung herauszunehmen, sodass der Körper gelockert und angenehm sich anfühlt. Auch in der Geisteshaltung eine übermäßig angespannte Achtsamkeit zu vermeiden, mit gelöstem, interessierten, aufmerksamen Blick nach oben gelenkt, in die weite Offenheit des Raumes zu schauen. So, diese weite Offenheit des Raumes, die vielleicht wie blauer Himmel uns dort begegnet, ist mit den Augen zu erblicken und gleichzeitig, da wir in die offene Leere des blauen Himmelsraumes schauen, die im Inneren erleben, das erlebende Bewusstsein als eben Raum gleich, als große Weite selbst zu empfinden. Es ist, als ob sich Himmelsraum und bewusstes Erleben zu einer großen Weite vermischt hätten. Wer solche Art für uns vertraut machen und üben, dann ist das Ergebnis in der nächsten Zeile zu lesen. Bewussten Erlebens Ballast und reiner Gehalt, voneinander abgetrennt, erscheint allen Scheinen als deutlich klar sein und doch in sich leer. Wenn wir den Blick in den offenen, weiten Raum richten und bewusstes Erleben so damit verhängen, dann wird all das, was uns vorher so bedrängt hat und bedrückt, die Massen an zweifelnden Gedanken, die einen den anderen jagen, die sich verdichtende, drängende Unklarheit wie Nebelschwaden auf uns einstürmen, das, wo wir von solchem Üben zutiefst angewidert in tiefe Depression uns fallen und an unserer eigenen Fähigkeit zu zweifeln beginnen, all dies kann dort stattfinden und wird bei dem Blick in die Weite des offenen Raums gelenkt, wie von selbst sich klären. Es ist, als ob sich Nährstoff und Ballast voneinander trennen. Das, was in unserem bewussten Erleben wie Ballast ist, von uns weicht und was verbleibt. Der reine, schiere Gehalt bewussten Erlebens, klar und deutlich frisch, doch in sich leer und ohne fassbaren Gehalt, dann erscheint. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
wenn ich das Salam Tempo alle Bauern Tempo jenen Musik geben. Zuweilen dann, bei solchen Üben, geschieht es, dass die Deutlichkeit und darin voll bewusst in nackter Blöße sich als klares, als klare Sicht auf Welt und Kosmos sich offenbart. Bei solchem dann befällt uns der Gedanke, höchste Erkenntnis oder Einsicht zu erreichen, und Stolz und Übermut entsteht. Ja, zuweilen, dann, wenn wir solche Art üben, sich Ballast und reiner Gehalt von Bewusstsein auftrennen, da wo deutlich sein und doch in sich leer, frei von fassbarem Bewusstheit sich solche Art offenbart, dann ist manchmal das Erleben davon in solcher Weise überdeutlich. Bewusst erlebende Klarheit, wie die gesamte Welt den Kosmos zu umfassen scheint. Das ist gleichsam eine Art von Hellsicht, die uns dann befällt, die alle drei Bereiche dieser Welt durchdringt. Da, wo Lebewesen in dem Begierdebereich sich trennen, im Form- und formlosen Bereich. Und mit solcher Deutlichkeit bewussten Erlebens kommt dann leicht auch mal Gedanke auf, das ist ein wahrhaft hohes Erkennen. Jetzt haben wir die höchste Erkenntnis gerade eben erlangt. Gedanke voll des Übermuts. Dass niemand unserer Meinung noch zu ändern müsste, solch tiefe Gewissheit mag hier jetzt entstehen. Zum Zeitpunkt dieser Gewissheit dann, unter dem Einfluss von Übermut und Stolz, wird genau dies zur Ursache, zum Keim dafür, in Formgötter-Lebensbereichen sich wiederzufinden. Wenn wir von solcher Hellsicht befallen, in überdeutlicher Klarheit und Deutlichkeit bewussten Erlebens, gleichsam den gesamten Kosmos in allen Einzelheiten zu durchdringen scheinen, drängt sich ein Empfinden auf, als ob dies jetzt der höchste aller Zustände des Erkennens sei. Niemand, irgendjemand bräuchte noch unsere Meinung oder Einstellung zu verändern. Nicht brauchten wir noch irgendeine andere Unterweisung suchen, irgendeinen Lehrmeister mit Fragen zu bedrängen. Alles habe sich jetzt genau hier offenbart. So erscheint uns dieser Zustand. Und wenn diese Gewissheit, die sich dann entwickelt, zur Übermut und Stolz gerät, dann wird sie zu einem Hindernis, zu einer Ursache dafür, in einem Formgötterbereich wiedergeboren zu werden.
In dieser Situation, was gilt es zu tun? Kama Chakne unterweist wie folgt. Auf die Wesensart des Deutlichseins zu schauen, ist Leersein selbst. Deutlich zwar, doch leer in sich, deutlich leer in Einheit, erscheint als große Gegenwart. Mahamudra. Es ist auf das, was uns so klar deutlich im Erleben widerfährt, zu schauen, um dessen Wesensart zu ergründen. Was immer dort so frisch und klar erscheint, hat doch in sich kein Eigenwirken. Ist in sich leer, frei von Essenz, als solches klar erblickt, leer seiendes, eben durch leer in sich. So, deutlich zwar, doch leer. Und beide ununterscheidbar, unabtrennbar Einheit. Das ist das Dämmern der Erkenntnis großer Gegenwart. Mahamudra. Der Gegenstand der Erläuterung von Kama Chakne. Hier sind die drei Arten von Übungsnebenwirkung oder Übungserleben bekannt als Freude, deutlich sein und nicht denken. Freude oder Wonne ist das erste, was hier bereits beschrieben wurde, da wo als Nebenwirkung unseres Vertrautmachens mit eigenem bewussten Erleben von Zeit zu Zeit ein großes Wohlgefühl uns beschleicht. Ein Wohlgefühl nicht nur körperlich erlebter Art, sondern auch das des heiteren Gemüts. Und dass diese große, alldurchdringende Wonne, dieses Glücksgefühl, ist ein Übungserleben. Zu anderer Zeit mag sich als Nebenwirkung unseres Vertrautmachens mit erlebender Bewusstheit dann diese feine, durchdringende Deutlichkeit wie Hellsicht zeigen, da wo der Blick uns fast wie ungehindert die Weite des gesamten Universums in allen Aspekten deutlich erscheinen lässt, das was man den Trilliokosmos oder wie auch immer zu bezeichnen übersetzen könnte, diese Hellsicht ist die andere Art des Erlebens als Nebenwirkung unseres Übens. So, jetzt sollten wir unsere Aufmerksamkeit ein wenig ruhen lassen. Aufmerksam ruhen auf der Grundbeschaffenheit unserer Aufmerksamkeit selbst.
Trabalho, antes de trabalho. Falls Fragen sind, haben wir wenig Zeit.